Hallo, ich bin Max. Ich bin nur wegen meiner Freundin hier. Sie denkt, ich hätte ein Drogenproblem. Hallo, ich bin Caro. Und bei mir sind es meine Eltern, die meinen, ich hätte ein Alkoholproblem. Hi. Muss ich wirklich hier was sagen? Ich bin kein verdammter Suchti. Meine Eltern sind die Freaks, die meinen, dass ich smartphone-süchtig bin. Julia, möchtest du dich diesmal vorstellen? Die hat doch noch nie gesprochen. Das ist doch alles scheiße hier. Sollen wir eigentlich noch Händchen halten? Bisschen heile Welt spielen oder was? Ich sag euch mal was. Die Welt ist verdammt nochmal scheiße. Und jeder, der euch sagt, der will euch bloß helfen, ist ein verdammter Lügner. Ein Lügner. Lügner! Ich glaube, wir werden eine tolle Gruppe. Möchte noch jemand was zur Vorstellung sagen? Okay. Könnt ihr mir sagen, was ihr selbst unter Sucht versteht? Was soll ich denn Ihrer Meinung nach sagen? Dass ich ein crack-süchtiger Drogenjunkie bin? Ich gehöre hier doch gar nicht hin! Leute mit einer richtigen Sucht sind doch immer drogenabhängig! Ich meine, ich trinke doch nur ab und zu mal was. Aber so ein richtiger Junkie, das ist doch voll krank! Also am Handy spielen ist jedenfalls keine Sucht. Können Sie das vielleicht meinen Eltern erklären? Da wäre ich Ihnen echt dankbar. Ach, hören Sie doch auf mit Ihren Psycho-Fragen. Ich sag hier gar nichts mehr. Ich versuche... Nicht bevor Sie Ihre Versprechen eingelöst haben. Ich versuche nochmal mit deinem Vater zu reden, ob er dich nicht doch sehen will. Wir müssen vorher aber noch einiges regeln. Ach, hören Sie doch auf. So ein Auftritt wie vorhin möchte ich nicht noch einmal erleben. Sie können mich mal. Was ist an dieser Frage so komisch? Ich weiß es einfach. Ich weiß, was Sucht ist. Ach ja? Es ist eine Krankheit. Wir alle wollen unsere Sucht nicht wahrhaben. Und deswegen lässt sich auch keiner helfen. Ich bin krank. Können Sie mir helfen?